und auf den Buckel. Komm her. Ey, legst du dich jetzt hin, sonst hast du deine Gastauftritte in Downpour kannst du sonst vergessen. Da rede ich schon mal schön mit den Entwicklern hier. Alles nachladen. Da ich das automatische Nachladen in Silent Hill hasse, das dauert so ewig. Falls es überhaupt geht. Ich weiß gerade gar nicht, ob das wieder ein anderer Teil ist. Operation Preparation Room, was weiß ich. Komm her. Ah! Dich will ich doch gar nicht. Haha. Komm her! Alter! Wieso hast du dieses verdammte Ding nicht ausgerüstet? Gut, liegt hier irgendwas, aber bei meinem Glück liegt... Wieso hast du dreimal geschossen, Harry, obwohl ich noch zweimal die Taste gedrückt habe? Nein, wieder diese Psycho-Verfolgungsmusik, die mich total... I hate it. I just hate it. Come over here. Ich darf... Es macht zwar mehr Spaß, aber ich höre jetzt auf. Ich habe schon fast meine ganze... Schrotflintmunition verballert. Das ist nicht, das muss nicht sein. Und das hier ist der Schlüssel zum Lagerraum im Untergeschoss? Wieso ist in meinem Kopf gerade nur ein riesiges Fragezeichen aufgetaucht? Da ich gerade gar nicht mehr... weiß, was ich im Untergeschoss machen muss. Ich natürlich mal wieder den Umweg Nummer 35, was weiß ich, lauf. Und keine Orientierung ab! Intensive Care. Station, was weiß ich. Was ist das? Ach, der Desinfizier Alkohol. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Vor allem um späte Uhrzeit. Um späte Uhrzeit. Alter, ich kaufe mir wieder Nudeln. Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich müde bin. Das wird mir jedes Mal wieder gezeigt. Aber um die Uhrzeit macht einfach das Spielen das meiste Spaß. Noch zwei Räume haben wir vor uns. Und dann würde ich mal... Okay, nur einen Raum haben wir vor uns. Hier muss was definitiv Nettes liegen. Ja, hier liegt was Nettes. Wusste ich's doch. Und, ja, da ich gerade wieder null Ahnung hab, was mich erwartet, und dort theoretisch der Aufzug sein müsste, Wo war das? Im Director's Office war doch der Safe Point, oder? Weil, wenn wir ja den Schlüssel zum Untergeschoss haben... Okay, und... Fehler, oder? Nee, kein Fehler, schade. Ich hab gedacht, mir war es aufgefallen, aber es war Fail. Ja, wir haben Schlüssel fürs Untergeschoss, also fürs... den Lagerraum unten im Keller, den Storage Room, in den wir vorher nicht reinkamen.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, müsste das hier aber der ein Save Point sein, oder? Gut, ja, perfekt. Kann ich mal kurz. Ich verstehe Silent Hill teilweise nicht. Ich habe jetzt 2 Stunden Spielzeit, aber das Let's Play geht wahrscheinlich jetzt schon über 3 Stunden, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall zurück zum Aufzug und dann düsen wir mit dem mal. Jetzt wird es auch einfach die Tür nehmen können, aber nein, nur weil ich es kann, nehme ich jetzt den Aufzug in die untere Etage. Apropos Krankenhaus. Ich tu dem netten Andi mal den Gefallen und mache ein bisschen Werbung für ihn, weil er die Sabaya ja nötiger hat als ich. Hust. Nee, apropos Krankenhaus. Andi spielt auch ein bisschen. Also, ja. Eigentlich. In dieser Minute nimmt Andi auch sein neuestes Let's Play auf. Ein kleines, nettes Let's Play. Wo das Thema Krankenhaus einfach wunderbar passt. Nein! Mehr sage ich dazu nicht. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, hahaha, guckt es. Und wieso zur Hölle kann ich da jetzt nicht raus? Sag nicht, ich muss jetzt echt nochmal auf B drücken. Are you kidding me? Ich muss echt nochmal eine Etage hoch und runter fahren. Um aus diesem verfickten Fahrstuhl rauszukommen. Beruhigen. Und schon sind die Aggressionen verflogen. Zwar eigentlich nicht, aber nein, ich möchte es nicht an meinem Controller auslassen. Ich habe nämlich keine Lust mehr, einen neuen zu kaufen. Los, los! Hört auf mit den Ladezeiten. Ich würde eigentlich gerne in diesem Part, also in diesem Aufnahmepart, der auch maximal noch länger, also wir sind ja jetzt schon in Part 14 sind wir jetzt schon. Also, ich würde eigentlich gerne in diesem Part noch aus dem Krankenhaus rauskommen, da meine die Nightfall ja auch gespannt ist, was für eine neue Person wir treffen werden. Das würde ich gerne in diesem Part schaffen. Und dann im nächsten Part dann, ja, dass wir im nächsten Part Alessa verfolgen. Gut, Morgio müsste offen sein, juhu. Und so, als auf die da schießen. Gut. Dass die 5 Schuss Schrotflinte sind mir dann die Ampulle und okay. Ich brauche sogar gar keine Pistole zu benutzen. Was rede ich da? Alter, was rede ich hier? Das war total unnötig, aber für die Ampulle habe ich es gern getan. Was haben wir denn hier noch? Dort geht's. Alter, ich brauche die Karte. Hier geht's hoch, da war der Generatorraum, in dem wir das Ding angemacht haben. Hier dürfte sonst aber nichts mehr. Doch, wusste ich's doch. Hier ist noch was. Die, ja, ich glaube, die beste Nahkampfwaffe, die man findet im Spiel, bis auf das Katana, wenn man das Spiel mehrmals durchspielt. Aber der Hammer ist auf jeden Fall vom Schaden her die stärkste. Auch wenn er ewig langsam ist. Hier ist auf jeden Fall wieder Schrotmunition. Wie viel war es denn? Ich war, glaube ich, bei 16 Schuss.
Also, ja, okay, es war waren 6 Schuss und Pistolenmunition. Das kann aber nicht alles gewesen sein, oder? Ach, ich hält, ja. Hier gibt es ja die versteckte Tür, in der es weitergeht. Das ist, glaube ich, auch die erste und einzige. Okay, es war doch eine Tür. Sieht aber aus wie eine Fleischwand. Wie die Fleischwände aus. Die sehr, sehr geil wie heißt es? Ah! Im fünften. So, nächstes Rätsel, als ich mich. Ich wusste zwar, wie es zu lösen ist, aber dass ich mich gerade bildlich gar nicht mehr erinnern kann. Wir müssen nach unten und dort sind Ranken, die uns den Weg versperren. Was machen wir also? Wir benutzen als erstes den Desinfizieralkohol. Ja. Alter, mein Kopf. Und als nächstes das Feuerzeug. Wir zündeln ein bisschen. Ganz nach der Resident Evil-Manier mit Feuerzeug, was weiß ich, alles Mögliche lösen. Auch wenn die Rätsel in Silent Hill ja für mich mehr Sinn ergeben. Ich meine, es ist okay. Du findest irgendwelche Platten im Krankenhaus, aber Silent Hill ist immer eine Fiktivwelt, die von einem träumenden Mädchen sozusagen erschaffen wurde. Und in Resident Evil sind Rätsel in einer Villa, wo du dann mit dem Feuerzeug Statuen anzündest, damit ein Geheimgang aufgeht. Ich meine, okay, die haben das Geld, aber why? I don't get it. I don't really get it. Und eigentlich müssten wir auf 2 Krankenschwestern stoßen. Auf 3 Krankenschwestern, die ich jetzt alle einfach mal ausweiche. Und das geht natürlich nicht. Alter, wie stören die denn? Dass 3 auf einmal sind. Gut. Das waren 4 Schuss für 3 Krankenschwestern, okay, damit kann ich leben. Jetzt kann ich mich auch wenigstens in Ruhe umsehen. Okay, kein Bückelchen mehr treten. Und was zur Hölle? Alter, erstmal durchatmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was geht hier für eine Scheiße ab? Gut. Ja. Ich muss gerade durchschnaufen. Und beziehungsweise habe gerade was getrunken, deshalb ich werde für euch die Wartezeit wahrscheinlich rausschneiden, wenn es nicht zu lang ist. Ich weiß gerade echt nicht, wie lang es war. Kann eigentlich gar nicht so lang gewesen sein. Alter, jetzt fall doch auf den Boden, ey. Muss ich mich aber heilen, oder? Ja. So langsam soll ich auch wieder mit Munition sparen, da ich nicht mehr so viel habe. Okay,